Hi Gudu und herzlich willkommen zurück auf der Altenstein. Ihr seht, sind wir auf dem Weg zum Händler und es fängt auch noch an zu regnen. Super. Unser Saatgut hat leider nicht gereicht und ich habe mich schon gewundert, warum ich auf dem Hof so viel Weizensäcke habe. Ich habe nur Gerste ausgesät. Aber das ist nicht so schlimm. Gerste können wir überall verwerten. Passt. Allerdings macht uns der Regen jetzt einen großen Strich durch die Rechnung. Zwecks Mais- und Sonnenblumenernte. Jetzt kaufen wir aber erstmal noch einen Sack Gerste. Yep. Wenn nicht, nutzen wir das schlechte Wetter für unseren Gemüseverkauf. Aber einen Vorteil hat das Regenwetter auch. Wir sind ja Gott sei Dank gut angezogen und unser Fendt wird automatisch sauber. Nicht, dass wir zu faul wären, den zu reinigen. Aber Pflege automatisch. Die Sonne scheint und es regnet. Könnte hoffentlich aufhören. Oder wir probieren es, ob wir trotzdem ernten können. Noch tut es ja einfach nur ein bisschen runternieseln. Noch. Nachbar hat ja auch noch alles stehen. Also der hat genauso viel Glück wie wir. Aber der Nachteil von dem Regen, das Unkraut. Das wächst ja hier auf unseren guten Böden wie nix. Darauf könnten wir eigentlich verzichten. Die haben ja unsere Sonnenblumen etwas gelitten. Donnert aber ganz schön. Der Donner ist hier in Altenstein ganz schön laut. So, die eine Bahn noch. Und die Vögel. Bleibt ja weg von unserem Saatgut. Na, ziemlich bedeckter Himmel. Ich glaube, dann werden wir erstmal verkaufen fahren. Dann tun wir die Gewächshäuser leer machen. Und gucken, dass wir was für unseren Kontostand tun. Wie macht denn ihr so Geld auf... Entschuldigung, meine Stimme. Wie macht denn ihr so Geld auf der Altenstein? Macht ihr auch nur, oder versucht ihr nur, fast nur über Landwirtschaft Geld zu machen? Oder sagt ihr, nee, wir hauen uns da die und die Produktion rein? Zu den vorhandenen schon auf der Karte. Ja, so ein Traktor mit Kabine wäre auch nicht schlecht bei so einem Wetter. Da braucht man sich nicht extra so dick anzuziehen. Aber von den 80 Litern, die wir jetzt nochmal schnell reingekippt haben, bleibt auch nicht so viel mehr übrig hier.
Kann mal einer bitte den Donner abstellen hier? Das ist ja. Es gibt schon ganz schön Schläge hier. So, sind wir dann mit Getreide ansehen durch. Wenn man Ostersonntags aufnimmt, Sonntags ist nie ein guter Tag. Da ist das Deutsch als immer so schnell alle. So, einmal zurück ins Trockene. Wo stellen wir den hin? Neben den Deutz. Die Sämaschine kann man dran lassen, machen wir nur leer. Nach der Ernte von Sonnenblumen soll ja noch etwas Ölrettich hin. Na. Mager nicht entladen. Nö, er mag nicht entladen. Jetzt ist die Frage, zu wenig Platz? Eigentlich nicht. Nö, er mag nicht mehr. Abladen. Warum auch immer. Dann bleibt die Gerste erstmal drin. Dann tun wir sie demnächst von Hand raus. Und wir kriegen auch schon den ersten Mist. Wird langsam auch Zeit. Dünger für unsere Gewächshäuser. So, jetzt wollen wir aber erstmal in unsere Produktionsplanung rein. Den Salat möchten wir nicht mehr einlagern. Auslagern. Paprika auslagern und den Weißkohl. Jetzt ist die Frage, ob wir dann vorspulen müssen. Laufen wir mal hier durch den Schweinestall, bis die Paletten erscheinen. Oder ob wir. Nee, die hat er gleich. Okay. Hier steht erstmal alles voller Salat. Das wird schön, den zu laden, denn wir haben keine hydraulische Schaufelbedienung. Also jetzt könnte es etwas länger dauern und interessant werden. Doch, unseren Eicher hat ja, den haben wir ja modern ausgestattet. Gott sei Dank. Ich dachte schon hier auf der Hof Bergmann, man müsste das alles abkippen. Dann wäre es aber lustig geworden. Aber die Paletten stehen alle fantastisch. Stehen alle verkehrt rum. Also das Laden könnte etwas länger dauern. Aber wir lassen uns überraschen. Holen wir mal erst unseren Anhänger. Beziehungsweise unsere Rolle. Und dann fängt das Rangieren, die Rangiererei an. Ihr seht, da sind schon die Holzaufsätze drauf. Eigentlich wollten wir ja damit mit der Ernte starten. So.
Einmal hier rum und zu den Gewächshäusern. Ja, Altenstein ist fahrerisch immer eine kleine Herausforderung. Aber das ist auch schön. Auch wenn Drehschemel nicht immer so einfach zu fahren ist, aber von der Wendigkeit auf der Altenstein unschlagbar. Leider. So. Das passt wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch unsere Rolle umbauen. Auf Ballenwagen. Können wir eigentlich die Seiten aufmachen? Nee, Spanngurt anbringen. Wird interessant. Und hier seht ihr, was ich meine. Wir müssen die Paletten drehen, sonst kommen wir erst gar nicht rein. Wenn sie sich drehen lassen würden. Okay. Aber sie halten schön. Vielleicht sollte man da die Hofbergmann-Gabel draufnehmen. Die kann man ja schön verstellen. Frisch gewaschener Salat. Och, Maus, Maus. Vielleicht sollte man auch langsamer fahren. Ja. Das passt doch wunderbar. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich lade noch die letzten Paletten auf. Und dann fahren wir verkaufen. Zurück, trotz Regen, durchgeschwitzt. Mit dem Verladen. Den Salat, den verkaufen wir in einer Extra-Folge. Dann da müssen wir zum Schloss hoch. Da genießen wir hier mal die Map. Und gut gesichert. Den Paprika verkaufen wir am Hofladen. Und da bin ich mal gespannt, was das alles Schönes gibt an Geld. Wir haben extra hier unseren stärksten Traktor genommen. Also Paprika zieht er gut. Der Hofladen ist ja auch gerade um die Ecke. Da freut er sich. Und im Schloss habe ich schon Bescheid gesagt, die müssen sich noch etwas gedulden, aber die kriegen heute noch ihren Salat. So, dass wir ja nichts verlieren. Na, oh. Umweltbewertung, Strafe. Das ist aber nicht nett. Aber 13.311 Euro haben wir im Hofladen gemacht hier. Das kann sich sehen lassen. Nein, ich möchte diesen Gurt abmachen.
Oh nee. Der eine Gurtspaktrum. Wusste gar nicht, dass wir so viel Gurt haben. Okay. Na gut. Jetzt. Und nochmal hier. 1600 Euronen. Das sieht unser Kontostand doch inzwischen Gott sei Dank etwas besser aus. Dann dürfen wir ja mal gespannt sein. Da sollte der Salat doch hoffentlich auch gute Ergebnisse bringen. Stellen wir den kleinen Anhänger gleich mal wieder weg. Und nehmen den großen auch gleich mit. Erstmal Tor aufmachen. Ja, die Palettengabel habe ich perfekt gestellt von der Höhe. Denn unsere Gewächshäuser haben weder Dünger noch Mist. Zumal die jetzt sowieso bei dem Wetter nicht mehr so viel produzieren. Ich denke, im Winter wird sich das stark in Grenzen halten. An die Sonne, das ist ja Gott sei Dank begünstigt hier auf der Alpenstein. So. Kann man auch gleich rausstellen. Kann man nach der schönen Rundfahrt zum Schloss den Mist noch laden. Das ist nicht viel, aber immerhin. Vielleicht wird es ja ein goldener Oktober. Und die Sonne kommt noch mal ein bisschen raus, dass unsere Gewächshäuser ja gut Ertrag abwerfen. So, Palettengabel kann man gleich wieder wegschmeißen. Ah, seht ihr, nach unserem Hühnchen müssen wir auch noch gucken. Wurstel hat bestimmt, ja, Wurstel hat immer Hunger. Ich frage mich ja, ob die Rehe das wegfressen. Denen ist das schon zuzutrauen. Aber wir nehmen die andere Gabel. Die hängen wir schon mal gleich an. Die backt immer durch hier. Aber gibt Schlimmeres. Aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja. Thermos noch irgendeinen Zaun oder Leitplanke in mir. Irgendwann fahre ich mal hier runter. Und dann haben wir einen Unfall. Das wollen wir ja nicht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.